Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, oder sollte ich sagen, zu einem Reloaded oder irgendwie sowas ähnliches. Ja, wir spielen ab heute Until Dawn. Für den einen oder anderen, der wird sich jetzt wundern, warte mal, du hast doch Until Dawn eigentlich schon gebracht und das ist richtig, aber dieses Game hat jetzt ein Remaster oder ein Remake bekommen. Und da soll es einige Änderungen geben und neue Features und noch mehr Sachen zum Sammeln und vielleicht auch ein bisschen Story Changes oder sowas ähnliches. Und da ich einfach selber mir denke, so Until Dawn ist das einzige Horror-Game, was ich hier gebracht habe, dachte ich mir, okay, ich kaufe mir das mal. Und Let's Play ist tatsächlich ein zweites Mal. Und diesmal bin ich auch komplett alleine. An all die Leute, die mein erstes Let's Play zu diesem Game gesehen haben. Da war ich mit Sinistra zusammen. Es gab 8 Playable Character und er hat 4 Character gespielt. Ich habe 4 Character gespielt. Und dann haben wir versucht, mit unserem Skill all die Charaktere bis zum Morgengrauen dann auch am Leben zu lassen. Wie es ausging, werde ich euch nicht sagen. Das könnt ihr euch ja reinziehen. Und jetzt spielen wir dieses Remake oder diesen Remaster oder was auch immer. Ich habe schon mal in den Einstellungen geguckt. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Einstellungen. Das finde ich sehr schön. Hier sind wir schon beim Hauptbildschirm jetzt. Und da ist auch direkt mein Favorite Character of the Game. So, warte mal. Hier auf Einstellungen bin ich gegangen. Und hier hat man unnormal viele Einstellungen. Was ich jetzt schon mal sehr, sehr gut finde. Weil im Original Until Dawn, da hattest du einfach gefühlt gar keine Option. Einfach null. Überhaupt keine Option, kein gar nichts. Und hier hast du jetzt mal so richtige Optionen. Zum Beispiel Ausgabesprache, Textsprache, Untertitelsprache. Das ist schon mal richtig gut. Ich bin nur am Überlegen, Leute. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Sollen die Charaktere Englisch reden? Und die Textsprache und die Untertitelsprache ist Deutsch? Oder sollen die Charaktere Deutsch sprechen und die Untertitelsprache ist Englisch? Da bin ich mir wirklich unsicher, wie ich das machen soll, weil in meinem alten Until Dawn Let's Play haben alle meine Charaktere Deutsch gesprochen und ich fand deren deutsche Stimmen sehr, sehr gut. Und ich habe mir mal ein paar Cutscenes angeguckt, wo die Charaktere Englisch sprechen und das hat mir gar nicht gefallen. Deren englische Sprache, ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen. Deswegen bin ich jetzt hier für den ersten Part gerade, ich weiß nicht, wie ich das spielen soll. Sollen die Charaktere Deutsch sprechen und ich mache die Untertitelsprache Englisch? Oder wie soll ich das machen? Bin ich echt unschlüssig. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich muss das jetzt sofort entscheiden. Das ist das Problem. Ich denke mal, so für die erste Folge lasse ich die Leute mal Englisch sprechen, ja? Und wenn mir es wirklich nicht gefällt, dann werde ich es ab Part 2 ändern, dass die Charaktere Deutsch sprechen werden und dann werde ich die Untertitelsprache dann noch auf Englisch stellen. Okay, dann lassen wir es erstmal so und fangen so an. Alles klar, neue Geschichte, let's go! Wenn du eine neue Geschichte beginnst, wird dein aktueller Fortschritt... Ja, ich habe sowieso keinen Fortschritt. Genau, wir können fortfahren. Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurricane führen. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Thank you.
An bestimmten Punkten in der Geschichte musst du ruhig bleiben. Halte den Controller ruhig und gerate nicht in Panik. Probiere es jetzt aus. Okay, die kleinsten... Ja, also krass. Die kleinste Bewegung ist schon vorbei. Wenn du dich zu viel bewegst, könnte das Konsequenzen haben. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. I can't believe you actually did this. Don't you guys think this is a little bit cruel? Oh, come on. She deserves it. It's not her fault that she has a huge crush on him. Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl, Em. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Okay. Wow. Die Kamera ist ja ziemlich. Also, das ist so. Ich weiß nicht, ist das flüssig oder laggt das? Ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Ja, Leute, was kann ich jetzt erstmal zu den Texten sagen? Also, was mich jetzt schon nervt, ist, dass in den Untertiteln steht da irgendwie immer mit, ja, atmet gerade, stöhnt gerade. Ich finde das ein bisschen unnötig. Kann ich das vielleicht jetzt hier on the go ausschalten? Das müsste hier irgendwo sein. Allgemein. Untertitel alles, genau.
Untertitel für Gehörlose, Charaktergeräusche und Anstrengungen werden gezeigt. Nee, das bitte nicht. Nur die Sprache. Genau. Okay, dann haben wir das. Ja, ich muss euch jetzt schon sagen, die englische Stimme gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht, ja. Aber wie gesagt, ich werde es für diesen Part, werde ich mal die ganzen Charaktere auf Englisch sprechen lassen, aber ich glaube, ich werde in Zukunft das auf Deutsch stellen, sodass dann die Untertitel Englisch sein werden, weil ich weiß nicht, diese deutschen Stimmen sind einfach 5000 Mal besser als die englischen. Generell muss man sagen, deutsche Synchro ist selten schlecht. Alter, was ist denn hier passiert, bitte? Leute, ich kann euch nicht sagen, wie ich sowas überhaupt nicht leiden kann, ne? Null. Selbst, sagen wir mal, ich würde jemals irgendwie so eine Party steigen lassen, ja, was ich sowieso nicht machen würde, aber das geht gar nicht. Was ist das? Das ist ja disgusting. Und Alkohol wird es bei mir sowieso nicht geben. So, was haben wir hier jetzt? Han, es hat Spaß gemacht, mit dir abzuhängen. Niemand versteht mich so wie du. Komm später zu mir. Ich werde warten. Mike. Oh boy. Das ist nicht gut. Oh my god. What did our naive sister get herself into now? Hey, Hannah. I got your note. Glad you could make it. Maybe we should start with a little, you know, making out and see where it goes from there. Mm-hmm. Oh my God. She's taking her shirt off. Hannah, hey, honey, don't. It's just a stupid prank, okay? I'm sorry, Hannah. This all got out of hand, but... Mike! Jerks. You know that? Hannah! Andere suchen oder Josh wecken? Ja, Josh wecken kannst du knicken, der Typ ist besoffen. Such die anderen.
Oh, Status-Update. Bei Status-Update muss man immer Pause machen. Das weiß ich noch vom damaligen Spielen. Ja, die Eigenschaft ist jetzt bei neugierig gestiegen. Und der Beziehungsstatus zu Hannah ist natürlich am höchsten. Und zu Josh, weil die ja Bruder und Schwester sind. Okay, interessant. Gut. Hannah! What's going on? Where is she going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We're just messing around, Beth. It wasn't serious. You jerks! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. So, und jetzt kann ich selber rumlaufen. Okay. Wow. Man könnte das als Jumpscare gelten, aber ich habe mich noch nicht erschrocken. Ich frage mich gerade, ob ihr überhaupt irgendetwas sehen könnt, Alter. Ich glaube, ich muss mal... Ich glaube, man kann einfach gar nichts sehen. Helligkeit. Ich glaube, ich muss die mal ein bisschen... Könnt ihr überhaupt was sehen? Ich muss es mal heller machen für euch. So, warte mal. Könnt ihr jetzt besser sehen? Oh, das ist zu hell, oder? Ich kann erst... Ich appreciate einfach erst jetzt, wie schön das Game ist. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hell. Weil ich habe gerade beim Spielen... Gucke ich so auf meinen Fernseher, ich denke mir so, ich sehe kaum was, ja? Und dann gucke ich in die Aufnahme und ihr seht noch weniger als ich. Ich lasse es mal bei 50. Ich glaube, das ist gut. Ja, wir lassen es bei 50. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ihr sollt ja auch was sehen. Ups, falscher Knopf. Sorry. Kann sie nicht auch rennen? Ich habe keine Ahnung. Auf einmal rennt sie. Ich drücke nur in eine Richtung. Sie rennt und geht von alleine. Ich mache gar nichts. So, Leute, wie bereits gesagt, ich habe Until Dawn schon mal gespielt. Das heißt, von der Story her weiß ich alles, was passiert. Aber ich weiß halt natürlich nicht, was sie jetzt in dem Remake oder in diesem Remaster jetzt hier verändert haben. Deswegen, eventuell wird es ein paar Story-Changes geben. Aber so im Großen und Ganzen weiß ich ja, um was es geht. Deswegen kann es sein, dass ich mich nicht allzu oft erschrecken werde. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Neuigkeiten hier. Generell ist der Anfang des Spiels jetzt schon sehr anders. Und es sieht natürlich grafisch viel, viel hübscher aus. Und da ich so ein Wintermensch bin, finde ich diesen Schnee noch schöner. Und noch ein Jumpscare, aber habe ich mich nicht erschrocken. Schaut euch diesen Schnee an, wie hübsch, wie schön. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich Schnee vermisse. So, dann wollen wir mal. Ich werde wahrscheinlich aber wirklich im nächsten Part dann die Stimmen auf Deutsch stellen. Bin ich mir jetzt schon sicher. So, soll ich da jetzt rein? Ich denke nicht, dass da Hannah drin ist, aber wir wollen ja mal nachgucken, wa? Na komm, trau dich. Open the door to darkness. Was jetzt? Oh, Kameraperspektive hat sich geändert. First Person View auf einmal. Wow, 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 hey. Was zum Geier? Also ich kann mir denken, wer das jetzt war und warum. Oh, jetzt muss ich, Quicktime-Events. Mach keine falschen Sachen, sonst passiert was. Wir gehen schnell. Komm. Eigentlich sicher, aber ich mach schnell. Let's go. Krieg ich hin. Fußspuren folgen? Geräusch folgen. Wir folgen den Fußspuren, Junge. Was willst du jetzt in einem Geräusch folgen? Status-Update gucken wir gleich. Ganz ruhig.
Ruhig bleiben. Bin zwar kein Tierexperte, aber bei Rehen solltest du nicht viele Bewegungen machen. Here we go again. Dann rennt mal los. Und das Handy ist natürlich weg, ist klar. So, der will uns eigentlich retten, wie es aussieht. Aber wir können nur loslassen oder Hannah fallen lassen. Und egal, was man hier macht, Leute. Yep. Egal, was man hier macht. Beide werden sterben. I know what you did last year. Unsere erste Trophäe. Oh, den Typen habe ich gar nicht vermisst. Kann ich jetzt schon sagen. Before we begin, there are a few things I need to make sure you understand. You see, no one can change what happened last year. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hmm? All right. We will start with a simple exercise. Could you please pick up a card? And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. Ich muss sagen, die englische Stimme von diesem Typen gefällt mir mehr als die deutsche. Weil wenn ich die deutsche Stimme und den Typen, also wenn der Typ auf Deutsch spricht, kann ich den einfach gar nicht leiden und auf Englisch ist er eigentlich, also ist besser, ich mag ihn trotzdem nicht, aber mal schauen. Bin mir echt unschlüssig, ob ich die Stimme ändern werde, wirklich. Okay. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Ich bin glücklich, ich bin nervös. Glücklich, also ich gucke mir jetzt dieses Bild an und ich bin nicht glücklich. Warum sollte ich? Das Bild gibt mir keinen Grund, glücklich zu sein. Es gibt mir mehr Gründe, nervös zu sein. Ich bin zwar nicht nervös, aber ich bin auch nicht glücklich.
aber das Bild gibt mir mehr Gründe, nervös zu sein, als glücklich zu sein. Deswegen, ich bin nervös. Okay, honesty is good. What do you think it is that makes you feel uneasy? Die Vogelscheuche oder ich weiß es nicht? Gute Frage. Man könnte meinen, die Vogelscheuche. Aber Vogelscheuchen sollen halt so aussehen, ne? Will ich jetzt die Vogelscheuche nehmen? Macht mich die Vogelscheuche nervös? Ich meine, wenn man nur direkt auf dieses Bild starrt, vielleicht schon. Ich nehme mal die Vogelscheuche. I see. Let's see. The scarecrow were not there. Would you feel comfortable staying there on your own for a period of time? Let's say a week, for example. Klar. Huh. And what if I told you that this cottage was haunted? Wenn es gruselig wäre, wenn es dort spuken würde. Also egal, wäre es mir nicht. Und ich bin auch nur ein Mensch. Also Ängste würde es schon in mir auslösen, ja. Oh. All right. I sense that you suffer from a significant fear of the supernatural. What lies beyond the veil of death is, after all, the ultimate unknown. Don't you agree? And what could inspire fear more than the terror of uncertainty? Please remember, this is only a game. Well, we seem to be out of time for this session. But we'll talk again very soon. Okay? Ich hoffe, unsere nächste Session dauert ein wenig. Weil ich will dich eigentlich nicht wiedersehen. So, damit startet das Game Until Dawn. Wir haben jetzt so gesehen den Prolog, glaube ich, hinter uns. So, und während das jetzt hier läuft, werde ich mal ein bisschen über das Game noch sprechen. Ich bin mir jetzt wirklich unschlüssig, was ich machen soll mit den Stimmen. Wisst ihr? Ich meine, ich habe ja Until Dawn schon mal Let's Played mit meinem Kumpel und da haben wir ja alles auf Deutsch gehabt, ne? Deswegen überlege ich vielleicht, wenn das alte Let's Play komplett auf Deutsch war, sollte ich das Remake doch vielleicht komplett auf Englisch hören, ne? Aber dann gibt es wieder so Momente, wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, bestimmte Stimmen der Charaktere sind auf Deutsch einfach 5 Millionen Mal besser als auf Englisch. Deswegen habe ich gerade innerlich so einen Konflikt. Soll ich das Spiel auf Deutsch spielen? Soll ich es auf Englisch spielen? Ich weiß nicht, was ich im nächsten Part mache. Ich muss mir da was überlegen. Und für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, könnte man irgendwie Hannah und Beth retten? Konnte man damals nicht und ich denke nicht, dass man das jetzt auch hier konnte. Weil ohne deren Tod würde auch irgendwo die Story dann keinen Sinn machen. Sowas gibt's ja oft, ne? Bestes Beispiel hier Final Fantasy VII. Wenn Aerith nicht stirbt, macht die Story keinen Sinn. Auch hier ist das der Fakt, beziehungsweise der Fall, wenn Beth und Hannah nicht da runtergefallen wären, dann würde die Story keinen Sinn machen. Took place on Mount Washington. Sheriff Annie Klein, who's in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. Listeners, an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. 1 year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Well, thank you for joining us, Annie.
with all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I'm super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and that I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, you know, thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters, and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Yes! Kapitel 1, Memento Mori. 10 Stunden until dawn. Sam, Hannahs beste Freundin, gewissenhaft, umsichtig und tapfer und außerdem mein favorite character of this game. Wenn sie stirbt, dann werde ich das Let's Play einfach abbrechen und tun, als wäre es nie passiert. Hello? Someone there? Weg zur Seilbahnstation, 19.02 Uhr. Gut, aber ich würde sagen, für den ersten Part wäre das erstmal genug. Ich weiß jetzt nicht... Achso, hier kann man nochmal die Dialoge lesen, das ist ja interessant. Das ist mein Status und mein gesammeltes Kram. Genau, sie ist überhaupt nicht witzig und überhaupt nicht romantisch. und man kann den Kopf vom Charakter mit dem rechten Stick bewegen. Auch interessant. Und sie ist zu jedem neutral. Außer zu Jess und Mike. Die mag sie noch ein bisschen weniger. Auch interessant. Genau, und dann haben wir noch Schmetterlingseffekte, Totems. Das lese ich jetzt nicht vor. Unbekannte, 1952, die Zwillinge. Das sind alles Informationen, die man noch während des Spiels finden kann. Dazu dann mehr, wenn wir weiterspielen. Ansonsten war es das, glaube ich, erstmal. Genau, hier ist noch die Steuerung, Status gesammeltes Fortsetzen. Ich hoffe jetzt nur, dass ich das jetzt hier speichern kann. Es gibt keine Speicheroptionen. Keine Ahnung, egal was ich mache. Ja, es gibt keine Speicheroptionen. Ich hoffe einfach mal, dass ich dann hier im nächsten Part dann direkt loslegen kann mit Sam. Boah, das sieht aber echt hübsch aus, ne? Von der Grafik her. Und vom Licht. Wenn ihr mal die PS4-Version dazu im Vergleich nehmt, das ist ja gar nichts dagegen. Das ist ja voll hübsch hier. Naja, gut. Wir machen dann im nächsten Part hier weiter. Noch eine Sache, bevor der Part endet. Ich weiß, dass dieses Spiel am 4. Oktober seinen Release-Tag hatte. Und ich nehme das gerade auch am 4. Oktober auf. Hochladen werde ich das allerdings etwas später. Keine Ahnung wann. Ich bin jetzt erstmal die Zeit lang nicht in der Lage, Videos aufzunehmen und zu schneiden und rendern zu lassen und hochzuladen. Deswegen zu Until Dawn wird es, ja,
wie soll ich sagen, es werden keine regelmäßigen Folgen kommen. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, dass dazu regelmäßig Parts hochgeladen werden. Wann immer ich Bock habe aufzunehmen, werde ich es aufnehmen und wann immer ich Lust habe, die nächste Folge zu starten, werde ich das tun. Aber so einen Upload-Plan für Antedorn wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich werde einfach mal, je nach Lust und Laune, die nächsten Folgen dann hochladen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, weil ich habe einfach gerade nicht so viel Zeit dafür. Dennoch wollte ich das Spiel natürlich bringen und mache ich auch, ne? Okay, das wär's. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bleibt clean, until next time. Habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Bye, bye.